Verdammt! Da oben geht es raus, aber hier ist keine Leiter. Ich vermute, dass der Raum da oben der Raum hinter dem Stahltor ist. Aber ich komme nicht ans Gitter. Wir kämen dran, wenn wir das Ding hier fluten würden, aber vielleicht sollten wir da vorher die Stromkabel bearbeiten. Sonst kommt uns das, glaube ich, teuer zu stehen, indem wir mit dem Leben bezahlen müssen. Der Betonträger hat hier ein Stück Wand aufgebrochen und ein paar Kabel gucken raus. Ich glaube, sie stehen unter Strom. Ich umwickle die Handschuhe mit Isolierband. Ich biege die Stromkabel am besten aus der Röhre in den Tankraum. Weg mit euch. So, fertig. Ein Feuerwehrschlauch mit Metallanschlüssen auf beiden Seiten. Nicht gerade leicht. Allein die Metallanschlüsse auf beiden Seiten haben ganz schönes Gewicht. Ich habe die beiden kurzen Schläuche zu einem langen verbunden. Anscheinend wiegen sie aber immer noch nicht zu viel, um sie in die Hosentasche zu stecken. Die Anschlüsse passen. Der Schlauch hängt am Wasserauslass. Zwei riesige Wassertanks. Die Länge reicht gerade so. Dann mal Wassermarsch. Also gut, fluten wir die Röhre. Das dürfte reichen. Hoffentlich hat er auch sein Seepferdchen absolviert. Das funktioniert damit nicht. Es geht. Weiter.
Weiter! Eine noch. Das war's. Gerade noch geschafft. Na, dann schauen wir uns doch erstmal wieder ein bisschen um hier. Dieser Raum sieht viel weniger nach Bunker aus als der andere. Eine Kombination aus Bunker und Bergwerk. Warum sollten die Erbauer des Bunkers nicht einen abgelegenen Arm eines alten Bergwerks nutzen? Der Fels bietet zusätzlichen Schutz und es muss weniger Erdreich bewegt werden. Da ist eine Erdspalte. Ein Riss im Gestein. Vielleicht einen halben Meter hoch. Ich kann nicht viel erkennen, aber der Spalt scheint schräg nach oben zu führen. Großartig. Beim Überwinden des ersten Tores bringe ich mich fast um und ein paar Schritte weiter wartet das nächste. Und wie nicht anders zu erwarten, tut sich auch hier nicht das Geringste. Eine alte Lore, wie man sie früher in Bergwerken benutzt hat. Anscheinend wurde sie konstruiert, um schwere Lasten zu transportieren. Sie sieht zumindest sehr massiv und schwer aus. Ein Steinhaufen. Die meisten Steine dürften 30, 40 Kilo aufwärts wiegen. Da fehlt eines der Räder. Vielleicht wurde sie deswegen ausgemustert. Ah, okay, dann müssen wir also ein Ersatzrad besorgen. Dahinter ist der Bunkerraum. Vielleicht kann man die Tür von dieser Seite öffnen. Eine Eisenkette. Ziemlich massiv und schätzungsweise 5 Meter lang. Der öffnet bestimmt die Tür zum Hauptraum. Da hatte ich doch schon was gesehen, was man zweckentfremden kann. Das Schwungrad am Kompressor hat etwa die Größe wie die Räder an der Lore. Und es ist mit 4 Muttern verschraubt. Hab's. Na dann wollen wir doch mal ein bisschen in Fahrt kommen. Es wäre wirklich Zufall, wenn das passen würde. Aber irgendwann brauche ich ja auch mal Glück. Das könnte wirklich passen. Es ist etwas kleiner als die anderen Räder. Aber zumindest ist es genauso stabil. Mal sehen. Es geht. Wie sie sich drehen, diese Räder. Unglaublich. Die Bretter sind wohl nicht mehr ganz so stabil wie gedacht. Eines der Bretter ist durchgebrochen. Zum Glück sind die anderen Bohlen dicker und haben gehalten. Darunter ist ein Schacht. Ich kann den Boden nicht erkennen. Nach einigen Metern sehe ich nur noch schwarz. Ich räume die Bohlen dort an die Wand.
Immer noch nicht viel mehr zu sehen. Das Licht reicht nur einige Meter weit hinunter. Ich habe keinen Schimmer, wo der Schacht hinführt. Ich sehe nichts, ich rieche nichts, kein Lufthauch, gar nichts. Die Lore steht genau am Rande des Schachtes. Vielleicht könnte ich sie sogar hinunterstoßen, nur was sollte das bringen? Vielleicht sollten wir sie am Gitter befestigen. Ich hake die Kette an der Kupplung ein. Sie ist direkt am Rahmen befestigt und sollte einiges aushalten. Jetzt muss ich das andere Ende der Kette noch irgendwo festmachen. Ich lege die Kette nur um zwei der Stangen. Wenn die herausreißen, hätte ich genug Platz, um in den Spalt zu klettern. Das war's. Die Stangen und die Lore sind durch die Kette verbunden. Die Steine haben das richtige Gewicht. Und bis in die Lore kann ich sie wohl wuchten. Die Lore samt Stein dürfte jetzt gut und gern eine halbe Tonne wiegen. Dann mal runter damit. Die Lore steht genau am Rande des Schachtes und ist mit einigen Zentnern Stein gefüllt. Ich kann sie keinen Zentimeter bewegen. Mit einem Hebel könnte ich sie das kleine Stück vielleicht vorrücken. Die Bohlen haben stark unterschiedliche Dicke. Und einige sind viel stärker vergammelt als andere. Vielleicht sind sie aus unterschiedlichem Holz. Ich nehme eine von den dicken, stabilen. Den Rest lasse ich, wo er ist. Jetzt aber. Also gut. Ich muss nur zusehen, schnell genug zur Seite zu kommen, sobald die Lore abstürzt. Stangen wurden glatt aus dem Beton gerissen. Damit habe ich genug Platz, um durch den Spalt zu klettern. Dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt landen. Hoffen wir mal, dass der Erdspalt in die Freiheit führt. Verdammt nochmal! Ich krieche aus der Falle und lande im Versammlungsraum des Ordens? Das kann echt nicht wahr sein. Zum Glück scheint niemand hier zu sein. Der hat aber auch immer ein Glück, der Junge. Ob das hier so eine Art Versammlungsraum ist? Ein Clubraum für den örtlichen Totenbeschwörer und Schwarzmagierverein? Sobald ich Angelina gefunden habe, bin ich sowas von weg hier. Vor der Kiste liegen mehrere zusammengefaltete Mäntel. 5, 6 Stück. Heißt das, diese Verschwörung besteht nur aus einer Handvoll Leuten? In der Schale brennt ein Feuer. Das heißt, dass vor kurzem noch jemand hier gewesen ist. Hoffentlich kommt derjenige nicht zurück, solange ich noch hier bin.
gibt's doch nicht. Warum stehe ich hier ständig vor verschlossenen Türen? Ah, Scheiße! So geht's auch. Also, ganz in Ruhe. Angelina ist nach wie vor verschwunden. Vielleicht wurde sie als Köder missbraucht, um mich herzulocken. Aber wieso? Und wo ist sie jetzt? Vielleicht sollte ich noch einmal mit Miss Valley sprechen. Sie weiß mehr, als sie sagt. Die Frage ist, was ist mit dem Orden? Wer gehört dazu? Oh, da rechts ist jemand. Fuck!